Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Company of Heroes 2. Wir sind gerade auf dem Weg, die fünfte Mission Stalingrad abzuschließen, beziehungsweise wir erobern gerade die Stadt zurück, aber wir werden ja bestimmt nachher dann ordentlich auf Fresse kriegen auch nochmal. Aber es wäre ja einfach zu einfach jetzt. Oh, weg hier. Wir müssen definitiv von hinten unsere Truppen noch kommen. Artilleriebeschuss! Sehr schön. Zurück mit dir. Einheiten nach vorne. Ich weiß gar nicht, ob ich eine vernünftige Ankündigung gemacht habe am Anfang. Ich bin gerade so gedanklich so ein bisschen drin. Pioniere, wenn das repariert werden kann, dann erledigt das. Mörsertruppe bereit. Ach, hier oben habe ich kein Munitionsdepot drauf gebaut. Ist mir jetzt auch egal. Da? So, da haben wir einfach den oben stehen. Wir lassen den einen Spähwagen auch hier oben stehen. Beziehungsweise den MGMC. Was muss getan werden? Unterwegs. Können wir den da auch noch setzen so? Und wir können auch schon eine Mörsereinheit nach oben ziehen. Dann setzen wir die hinten rein. Das sollte ja auf jeden Fall auch ein bisschen Verteidigung bedeuten. Sieht nach, ob das repariert werden kann. So, gucken wir mal, was noch da drin ist. Richtig, deshalb mischen wir die jetzt auch auf und machen die einfach platt. Feuer frei, Rakitin! Artilleriebeschuss! Ach komm, weg da. Was muss getan werden? Lasst uns den Mörser da hinten aufstellen. Dann gucken wir mal, ob wir hier von der Flanke irgendwie kommen können. Ich glaube, ich habe gerade einen Panzer verloren. Das ist alles Kacke gerade. Oh, meine Besatzungstruppen sind gerade gestorben hier drin. Wo ist überhaupt meine Mörsertruppe, wenn ich sie brauche? Steht hier hinten, ne? Die andere habe ich schon auf den Verteidigungspunkt gesetzt. So, du fährst jetzt auch mal hier weg. Weil wir brauchen auf jeden Fall eine Ingenieurstruppe. Wir brauchen keine 45mm. Beziehungsweise doch an sich brauchen wir zwei davon sogar. Aber wir nehmen auch noch ein schweres MG. Pioniere stehen bereit. Ja, das nehmen wir mal für nachher mit direkt. Bewegung!
Es sind Feldreparaturen nötig. Na, komm. Mörser bereit für Befehle. So, Leute, versuchen wir mal eben, den Bunker da auseinanderzunehmen. Darüber hinaus haben wir ja auch noch die bereit. Wir müssen die nur anders positionieren. Zum Beispiel. Artilleriefeuer in Deckung! Katyusha, Raketensperrfeuer starten! Mörser führt Stellungswechsel auf! Zeit zu gehen, Genosse! Trommelfeuer wäre erfolgreich! Okay. Können die überhaupt jetzt noch feuern? Nein, die können immer nur Sperrfeuer einsetzen, ne? Ja, Genosse? Befehle werden ausgeführt. Sperrwagen unterwegs. Sperrwagen, Fahrer, bringen Sie uns dorthin. Gardistentrupp bereit. Was sind das denn? Granatiere, okay. Ach, wie ich einfach die maximale Kohle habe, weil ich hier so nach und nach noch vorrücke. Mörsertruppe rein. Leute, wir haben unsere Befehle. Ach, da ist die deutsche Artillerie. Na, nicht auf mich feuern, bitte. Oh, bloß nicht so stehen, dass die mich voll treffen kann. Katyusha erwartet Befehle. Machen wir. Fahren wir noch ein Stück zurück. Ausgezeichnete Arbeit, Genosse Hauptmann. Das wird uns etwas Luft verschaffen. Bau von Halbkettenfahrzeugen jetzt möglich. Ansichtssache. Benötigt Bevölkerungslimit erreicht. Warum ist das bei den anderen nicht so? Komm, ziehen wir es nochmal zurück. Ah gut, ein paar Raketen sind durchgekommen. So, dann müssen wir die nämlich mal positionieren. Am besten einen hier oben. Den anderen positionieren wir hier. Dann haben die eine relativ freie Schussbahn zur Front vorne. Wir erwarten Befehle. Da, Gardisten hier. Wir brauchen Freiwillige an dieser Panzerabwehrkanone. Ja, wird der ganze Trupp hingehen. Wer wird unterwegs? Ich frage mich, ob es schon zu spät ist, einen Mechaniker zu... Nehmt es ihnen ab, Gardisten. Sollen wir jetzt hier hinten an der Base noch einen MG-Schützen stehen? Ich glaube nicht, ne? Dafür fehlen mir die Leute. Moment. Alt Plus ist das so gar nicht. Alt Grü Plus ist es auch nicht. Komisch. Sie haben Befehle? Was können wir tun? Sollen wir etwas sprengen? Schreibt euch die Parole der Revolution auf euer Band. Ah. Aber wir können auf jeden Fall ihn hier setzen.
Oh, sehr schön. Das ist nicht mal effektive Bewaffnung. Hauptsache, es wird gespeichert. Die Kontrolle über diese Gegend nicht kampflos hergeben. Berichte besagen, dass sich deutsche Streitkräfte ihrer Stellung nähern. Lassen Sie sich nicht zurückdrängen. Leute, wir rücken ab. Was gibt es? Schicke T-34 Panzer zur Unterstützung. Sie können bei der großen Fabrik Panzerunterstützung anfordern. Mörser bereit für Befehl. Sie müssen mit der Armee siegen, die Sie haben, Genosse. Gewaltige Befehle. Oh, das ist zu weit hinten. Natascha unterwegs. Sie haben Befehle. Unterwegs. Männer an Infanterie angegriffen. Die Feuer laufen. So, mal umsetzen den. Genauso wie ihn umsetzen. Das Problem ist aber auch gerade, ich habe 111. Wo sollen wir hin? Munitionslager bereit. Wir brauchen eine Reparatur! Der Biesten, folgt mir! Bereit, unterwegs! Schweres MG schießt auf uns! Kommen alle zurück. Das Geschütz wird repariert. Was? Ja? Er ist hinüber, um zu zerstören! Obwohl ich gar nicht weiß, wo am Geschütz ich sehen kann, wie kaputt das ist, weil das ist doch hier sind die Truppen. Das kommt davor. Truppen, wir geben uns dorthin. Na komm, bewegt euch. Bemannen, sofort. Beschuss durch Infanterie. Wir sind Gardisten-Infanterie. Bewegung, Genosse. Infanterie. Wir sind bereit. Sie brauchen Mörser-Unterstützung. Brauche ich, deshalb haut einfach alles raus, was ihr habt. Das wird schon ausreichen. Na, jetzt kommen sie hier vom Norden. Na komm, schießt die Raketen. Das tat weh, ohne Scheiß. Mir fehlt echt eine weitere Truppe. Also hier so eine Mechanikertruppe. Pioniere, das wollte ich sagen. So, machen wir nochmal einen Mörserbeschuss. Genau, repariert die Karre mal. Was haben wir hier noch gehabt? Ah, gut, das MG-Geschütz. Manöver. Nee, brauche ich jetzt gerade nicht. Oh nein, das habe ich aus Versehen produziert. Dann schicken wir die aber nach Norden. Da ziehen die sich schon wieder zurück. So, den mischen wir nochmal mit ein paar Raketen auf. Ah, wenn wir treffen würden mit denen.
Trupp wird verlagert. Was muss getan werden? Es wird lauter draußen. Wir haben Feindkontakt. Los! Feindkontakt! Sie brauchen Mörserunterstützung. Befehle empfangen. Na, schön hier. Bereit zum Bauen und zum Panzer dem Anrollen! Range Attack. Haha, das war's. So, hier oben ist dasselbe. Hier ist gerade echt scheiße. Ja, aber jetzt kommt er nämlich hier mit der Artillerie von hinten. So, jetzt brauchen wir mal eben schnell, ne? Falsche Produktionseinheit. Feuer frei auf die hinten. Keinen Schritt zurück, Genossen. Befehl 227 ist in Kraft. Jeder, der den Rückzug antritt, wird erschossen. Das waren wohl die Letzten. Was ist hier denn los? Ja, schön, jetzt haben wir den Gegenangriff abgewehrt, aber es kann nicht die ganze Mission sein. Wände, Genossen. Vorstoßen und feindliche Basis vernichten. Natürlich. Aber erstmal muss ich wirklich reparieren. Was haben wir hier? Angriffsflugzeugunterstützung. Ja. Da gucken wir erstmal, ne? Erstmal reparieren. Bevor ich mich hier durchgehend in den Tod jage. Hallo? Greift ihr mich jetzt an? Sehe ich gar nicht ein. So, von Einheitenproduktion her war es das schon wieder. So, schick mal den mal vor. So, der Tank ist ready. Da. Das Kommando hat Befehl 227 zurückgenommen. Bereit. Trupp vorwärts. Mörsertrupp bereit. Für Stellungswechsel. Wir sind unterwegs. So, was merchen wir denn? Die Kampftruppe. Hier drüben hatten wir doch auch eine hingeschickt, oder? Genau, dann können wir ihn verstärken. Und das MG. Und schick mal unsere Pioniere ein Stück nach vorne. Weiter geht's. Na komm, dann gehen halt die restlichen hier ans Geschütz noch dran. Was haben wir hier noch stehen? So eine Mörsereinheit, oder? Ja, Granatwerfer.
Aber wisst ihr, wie wir das machen? Haben wir ja vorhin gelernt. Das ist ja schon fast wie so ein Hinterhalt. Naja, kein Problem. Ich kümmere mich darum. Soweit es geht gerade. Panzerabwehr, Leute, setzt die Feldkanone in Bewegung. Sie brauchen Mörserunterstützung. Darf ich jetzt mit meinen Leuten vorgehen? Pioniere unterwegs. Weil ich würde gerne versuchen, die Ecke wegzusprengen, aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Pioniere einsatzbereit. Ach, bringt leider nichts. Wer hat es gedacht? Damit er mir erzählt, ja, sie können ja auch Sachen wegsprengen. Und was passiert, wenn man es wirklich versucht? Nee, sorry, geht nicht. Was muss getan werden? Unterwegs! Ja, Genosse. Hier sind, überprüft eure Ausrüstung. Wir brechen auf. Lasst uns den Mörser da hinten aufstellen. Ist ja echt noch wenige hier. Feldkanone bereit. Befehl wird ausgeführt. Ja, komm, hier, macht Sperrfeuer rein. Und gut ist, fresst er den Laden halt auf. Wir schicken uns noch die andere Truppe von der anderen Seite. Mörser unterwegs. Der hat Zeit zu marschieren, Genossen. MG führt Stellungswechsel auf. Ach, wie scheiße das doch ist. Genau, ziehe ich erstmal zurück. Dann können wir direkt wieder reparieren. Die werden vom Mörser ein bisschen aufgemischt. Wir können hier unser MG aufstellen. Gehen, gehen, gehen. Marschbefehl erhalten. Sollen wir etwas sprengen? Sperrwagen unterwegs. Der Panzertrupp muss außen rumfahren. Der nimmt die Reparatur, die Pioniere Panzer, mit. Aufpassen! Ah, der muss zurück. Zurück! So ein Penis. Wo bleibt eigentlich der Angriff von meinem Flugzeug? Außer mein MG-Schützen verliere ich. Zurück, zurück. Mörser bereit für Befehle. Leute, wir rücken ab! Mörsertrupp bereit! Unterwegs! Bewegung! Auf dem Weg! Aufpassen! Angriff in dieser Scheiße langsam leid! Rein in das verdammte Gebäude! T-34 greift ab! Sofort aufbrechen! Ja, Genosse? Befehle empfangen! Kann der bis nach da oben? Nee, kann der nicht. Dann müssen wir hier unten weitermachen. Wir haben den Halbkett erwarten, Gardisten unterwegs. Wir sind auf dem Weg. Luftunterstützung durch Stormoweg verfügbar. Der Feind schießt auf weg. Noch ein Panzer! Der Luftwaffe der Roten Armee. Egal, den treffe ich schon. Auf in ihre Basis. Ja, komm, rücken wir vor. Die Zeit ist auch rum und ich bin
hundemüde, ey. Wir haben 4 Uhr morgens, das geht überhaupt nicht klar. Vor allem bin ich eh bei Strategie wieder so still, ey. Weil man die ganze Zeit hier ein bisschen rumdenken muss. Vor allem, weil ich meine Ruski-Raketen alle hinten stehen gelassen. Ich glaube, das war's. Deutschen größtenteils geflohen schon. Ich habe meine Flugzeuge drüber fliegen. Ja, Genosse. Läuft doch. Gut gemacht, Genosse Hauptmann. Dieser Teil der Stadt steht jetzt unter unserer Kontrolle. Dieser Teil der Stadt. Was die Mission? Yippie! In Stalingrad begriff ich, dass sie die Kontrolle über ihr Kommando verloren. Warum? Weil ich nicht alle Männer in den Tod schickte? Weil ich an ihrer Seite kämpfte? Sie hatten ihre Befehle, wie wir alle. Ein guter Offizier befolgt Befehle, ohne zu fragen. Gut, aber geschafft, Stalingrad, auch auf Hauptmann durchgespielt. Und das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Kampagne Company of Heroes 2. Ich bin euer Doc, bis zum nächsten Mal. Ciao.